die Kamera, das war vorher anders. Ist egal, ist egal. So, ist es, welche Runde? Ist es Winner's Semi? Ich habe keine Ahnung. Ich bin das erste Mal hier. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Perfekt. Ja, weil da steht noch Loser's Quarterfinal. Ich ja, glaub, okay. Das ist es nicht. So, beide. David, dritter Punkt mit New Brawler. Also, da kann du. Ich hab schon gehört, dieser Hund kann so Dosen werfen und so. Mhm. Also der kann so eine Frisbee werfen, dann ist er gegen das Hand, dann so eine Dose, die auch so ein bisschen weird ist, wie die immer bounce, weil wenn der anhittet, ändert er die Richtung, wie er bounce, und dann kann man ziemlich wildes Zeug machen. Und der Daumen, die beschwert halt diese Schießmänner, die aber auch alle ein bisschen unterschiedlich sind und je nach Mann zum Beispiel weitere Range haben, schneller schießen, langsamer schießen, aber mit Knockback. Also der zum Beispiel ist so einer mit starkem Knockback. Und man sieht halt, es ist immer viel los gegen Dakanto. Das Besondere vielleicht ist auch bei ihm noch, dass die Dose quasi manchmal die Kamera so verzerrt, wenn die auf der anderen Seite steht, wird es trotzdem rausgesinnt und das finde ich zum Beispiel echt ziemlich verwirrend, aber... Ja, also mir ist auch schon aufgefallen, wenn man gegen diesen Charakter kämpft oder wenn der im Spiel ist, dann fliegen eigentlich so 20 Sachen durch den Bildschirm. Ja. Ja, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir jetzt hier nicht irgendwie das Ding noch auf dem Zone sehen, weil dann würde ich, glaube ich, das ein bisschen wild werden. Ja. Nur da wieder einen schönen String. Jetzt Ledge Stripping. So, da ist die Dose und er kommt nicht so ganz raus. Aber davor geschafft ist, die Prozentzahl aufzubauen. Ja. Das ist richtig. Was vielleicht noch interessant ist, weil da kann, was man immer so ein bisschen im Kopf behalten muss, der macht richtig Schaden, aber der hat häufig Schwierigkeiten zu killen, also bis auf eine Smash-Attacke oder Back, aber die halt nicht so häufig aus dem Loot kommen. Also man, es passiert nicht selten, dass man gegen Dakan auch noch so mit 160% lebt. Weil vor allem zum Beispiel die Dose halt sehr spät tötet, wenn man richtig viel hält. Und werft er die Bombe und sie verfehlt. Schade. Der Kugelstoß war auch ein schönes Abbie out of shield. Besonders vielleicht noch an diesen Mii-Charakteren ist ja auch, dass denn, wenn man sie erstellt, eine Ausweich, zum Beispiel ein Side-Beat von zwei, das ist der klassische Weiße, wenn man an der Ledge normalen Get-Up macht oder Get-Up-Attack und von dieser Frisbee getroffen wird, dann kommt eigentlich immer der Downer und der geht dann auch weiter. Dann ist Ende. Ja, also ein paar Charaktere, wenn man noch nicht so viel Prozent hat, können da dann mit einer guten Recovery hoch, aber ich glaube bei Mii-Brawler ist dann Ende. Was ich noch sagen wollte, das Besondere an den Mii-Charakteren ist ja auch, dass man das ein, also dass die einzelnen Charakteren, dass wenn man sie erstellt, quasi so für ein Side-Beat eine Auswahl von drei oder vier verschiedenen Moves hat. Mhm. Das heißt, wenn man zweimal Mii-Gunner sieht, kann es sein, dass die komplett unterschiedliche Special-Attacken haben. Okay. Das ist eigentlich ganz. Also die normalen Attacken sind immer gleich, aber. Der Stuhl war Feature, aber. Oh, so, jetzt sehen wir wieder ein Abbie out of Shield und wie ich gesagt habe, da Funk noch mit bis 150% überlebt. Und Bicycle hat es nicht geschafft. Bicycle, hört sich alles gleich an. Auf jeden Fall nächste Runde. Das eine ist ein Fahrrad. Ja. So, mal schauen, was wir jetzt spielen. Ich würde vermuten, ich hätte eigentlich vermutet, dass wir nicht auf so eine große, Stage gehen, aber Bicycle geht auf Battlefield, was sehr... Ich würde jetzt mal sagen, mutig ist, man sieht ja schon, dass man freut sich. Weil halt ein Mii-Brawler denn auf der oberen Plattform beim Crab auch mal gerne bei 40% tötet. Also eigentlich will man halt diese hohen Plattformen, also Yoshis und Battlefield halt gegen Mii-Brawler auf gar keine Fall spielen. Weil das ist meistens dann immer nicht so, wie soll ich sagen, angenehm. Okay. So. Jetzt geht's wieder los. Man kann immer gespannt sein, was Beiste so macht und wofür er geht, weil Beiste schon so einer ist, der gerne auch mal auf Clips geht. Sieht auch an seinem Twitter-Account. Und was er da teilweise macht, also ich hoffe, ich werde sowas niemals im Bracket oder so passieren, weil dann denkt man schon drüber nach, ob Smash das richtige Spiel für einen ist. Er lässt sich wirklich aussehen, als hätte ich so kleine Hände. Krass, okay. Weil gegen gute Spieler ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger, so diese Setups, die er da macht und teilweise
gehe auch dann davon aus, dass die Clips das halt wirklich irgendwie nicht taggt oder so. Und ich glaube nicht, dass da vorne was passiert. Man sieht jetzt auch mit der Neutral Gee schön gekillt. Das ist für Meat Gunner, Meat Brawler, der eigentlich nicht so ein gutes Edge Guarding hat, halt immer ein gutes Tool, weil das halt so eine Blasting Hitbox ist, die hält echt lange beim Runterfallen. Diese Kugel, die er da wirft. Genau, das ist diese so Kugelstoßer quasi. Ach so, okay. Und die, also die ist. Die hat halt auch sehr wenig Risk. Weil du wirst halt nicht gepunished, wenn du die Onstage machst oder gegen Offstage ist. Oh. Oh, die Dose. Mit der Dose die kannst Dose du hinterher. Heftig. Oh Gott, oh Gott. So. Der Side B ist von Meat Brawler so ein Command Grab, das heißt, das ist eine Attacke, die man grab ist und. Geht dann auch ähnlich wie bei Incineroar eigentlich. Also macht also tötet nie eigentlich, aber macht dann auch schon so 20-22%. Also ist jetzt nicht so etwas, was man. Also wenn man das dreimal hintereinander bekommt, ist man schon ein bisschen getillt. Ja, das glaube ich. Ja. So, schön, jetzt aufpassen. So, und was interessant ist noch, dass die Dune super schnell rauskommt. Das heißt, wenn man eine Kombi macht gegen da kann Dune es nicht so ganz sauber ist. Sehen für Snake, dass dann halt die Dose spawnt und explodiert. Hat auch so ein ganz guter Escape. So, kommt jetzt wieder der Wurf. Der Wurf kommt. Oh. Kann ich jetzt andersrum mit Stripping? Hier kommt wieder Onstage und dann kommt der Downsmash. Der Downsmash sieht auch ganz komisch aus und schmeißt dann tatsächlich nach hinten, was man beim Hit eigentlich nicht denkt, wenn er ausgekippt wird. Deswegen ist da auch häufig immer noch das DI ein bisschen verkehrt. Oh. Jetzt wird. Ein bisschen gierig. Ich glaube, tötet mich. So. Weiteres Spielprinzip. Oh, schöner Ab. Oh. Das Spielprinzip geht eigentlich weiter, so wie bisher. Weißel. Macht viele. Oh, und Projektile, aber das Fuß geht dem Back eher durch. Sehr schön. Das ist dann halt die Kunst, gegen solche Charaktere zu gewinnen, dass man dann trotzdem noch irgendwie Openings findet und das Huhn. Back Air macht das auf jeden Fall. Lässt sich sehen. Ja. So, jetzt wieder der Side B und trifft nicht. So, bis jetzt. Jetzt ist er eigentlich gerade ein klassisches Huhn für so, passiert halt nicht so viel. Und ja. Das ist jetzt aber schon quasi Last Hit. Wenn du Dose trifft, könntest du langsam töten. Oh! Sehr schön. Da Fung mit einem frechen Reversal. Man könnte sagen, Deutschland frechster Frechster. Das ist der Wahnsinn. Alter. Der Charakter von ihnen sieht doch ziemlich frech aus. Ja. Also. Und zum Beispiel sein Name in-game ist ja 1332 und da steht quasi, für welchen Move er jeweils seinen B-Knopf genommen hat. Damit man das so. Damit Leute, also normal sagt man das, aber man macht es auch dann nochmal so den Namen teilweise. Damit er halt dann der Gegner erkennt, okay, die Moves. Wenn man dann weiß, was ich dann der erste Move ist, weiß ich das jetzt zum Beispiel nicht. Weil wie Brawler mir eigentlich recht egal ist, aber ja. Kann okay, nachgucken. Okay. So, jetzt. 2-0 wieder Fu. Wieder Battlefield, finde ich wieder überraschend, aber es liegt ja nicht so schlecht bei Weißel. Aber wenn Weißel jetzt verliert, ich guck mal schnell nach, ob das wirklich Losers Quarter fallen ist, weil das ist ja dann. Ja, doch, weil Weißel ja gegen SDN, glaube ich, verloren hat. Ja, ich meine schon. Ja, und Dafung hat gegen Ian verloren. Ah, von daher ist es das auf jeden Fall. So, ich bin mal gespannt. Bis jetzt noch ein normaler Lead von Kuku. Aber das kann immer noch ganz schnell in sich. Oh, das ist ein klassischer Kill. Ja, wenn der Sidebeat trifft, also wenn die Frisbee trifft, ist immer ein bisschen so Alarmstufe rot. Aber dann ist es eigentlich schon zu spät, weil du eh nichts mehr machen kannst. So. Schönes Ledge. Boah, undankbar. Eigentlich schönes Ledge-Trapping, aber Weiße schummelt sich da raus mit der Frisbee im Reverse sogar. So, was ist jetzt? Oh, schöne Reaktion und schöner Back-Air-Grab und schön alles danach. Game 1 war ja eben auch echt knapp. Also Game 2. Also Weiße, ich traue ihm das zu, dass der eigentlich noch das reversen kann. Ja, glaube ich auch, aber ich glaube, davon kann das auch noch weiter. Ja. Zu Ende bringen. Das Besondere an Weiß finde ich aber so wirklich, dass ist ein Spieler, der gefühlt nie nervös ist. Also der spielt da immer, man sieht ihn es ja auch jetzt schon an im Gesicht, nämlich nichts. Mhm. Der ist wirklich die Ruhe selbst. Ja. Das ist halt auch ein Bracket. Oh. Das zum Beispiel war gerade damals
runter, aber... Oh, jetzt... Oh! Da fuhr mit dem nicht so schönen Input. So... Boah, das wäre so strong gewesen. So, aber das meine ich. Schon wieder ist Dafu mit ziemlich viel Leben. Also ziemlich 5%, 145 wieder, ist aber noch am Leben. Und irgendwo von selbst sprechen gibt es auch die Mechanik Rage. Das heißt, wenn du mehr Prozente hast, machst du ein bisschen mehr Knockback. Okay. Und das gibt bis 150 und dann merkst du schon wirklich, dass Moves teilweise 10-15% früher killen. Und das halt gegen... Also wenn jetzt irgendwas Gutes kommt, dann ist Weiße wahrscheinlich ziemlich tot. Boah, schön. Ah, er hat den Daumen, das ist quasi ein bisschen so wie CSS Flipkick da. Also diesen Daumen, die das so, so ein extra Hitbar macht. Ist eigentlich sehr gut, um gegen seinen Edge-Flipping rauszukommen. Haben wir aber bis jetzt noch nicht, gar nicht so viel gesehen, aber ich würde es gerne von daher. Oh, Kugel. Die Kugel. Ah. Vielleicht noch eine, aber in die falsche Richtung. Oh, ja. Und jetzt killt tatsächlich die Dose bei 170. Aber der Funk hat lange überlebt, viele Prozente gemacht. Also wenn ihr jetzt einigermaßen früh den Kill findet, ist even. Aber... Schon bei 50%. Ja, gegen Dackern, du, wenn du da zurückliegst und die irgendwie mal im Advantage kommen, dann fühlst du dich wirklich... Da kommen die Projektile ums Ohr geflogen, das ist wirklich... Oh, einfach mal die Back erst reingedrückt. Oh, Weiße geht wieder für den Ledge drin anstatt vom Edge Guard, aber ich glaube, da kann du ist jetzt auch nicht so die Edge Guard Maschine. Oh. Ja, krass. Und das ist das 2-1. Sehr schön. Hot Set Alert. Das wird noch spannend. Ich bin tatsächlich gespannt. Also Game 2 war ja eben auch schon super, super knapp. Also ist auf jeden Fall sehr even. Ich bin gespannt, welche Stage jetzt kommt. Also ich denke mal, er wird auf jeden Fall Yoshi spannen, weil Yoshi wirklich da kriegt mich Brawler diese Down Throw Up, die kommen 10 von 10 Mal bei 40% um und tötet. Mahalo. Ja, eine schöne Stage. Ja, ich kenne die Stage nicht. Die ist eigentlich ähnlich wie Smashville. Kennst du Smashville? Mhm, ja, so, doch. Die hat halt eine Länge. Eigentlich ist sie fast identisch, bisschen breiter, aber dafür sind die Killzones ein bisschen weiter weg im Vergleich zu Smashville. Okay. Bei Smashville... Oh, guck so. Oh. Let him cook. Oh, Beiße startet mit sehr viel Momentum gerade. Der nimmt gerade die Rushdown-Rolle fast ein. Setzt ihn direkt unter Druck. Ja. Aber... Vielleicht. Holt er wieder auf. Ja, der Jab tut weh, also an der Ledge. Der Shepard. Oh, schon wieder da die Bombe, die sieht man dann immer gar nicht, aber die kommt dann halt für ein Frame gefühlt raus und dann wird sie direkt explodiert. So, schauen wir mal. Oh. Ah, krass. Einfach mal. So das früh. Das ist so bei, früh. Da kann du halt wirklich Probleme zu töten, aber die Smash-Attacken hauen rein und vor allem, die haben auch echt, wie man gerade gesehen hat, eine ganz gute Range und sind halt auch komisch, weil die so bap kommen. Mhm. Nicht so eine Attacke, die dann so einmal schwingt, sondern manchmal lässt man dann auch aus Versehen Schild los oder so, das kann auch mal echt passieren. Oh, starke Upsmash, aber das reicht noch nicht ganz, aber ich denke mal... Weiß ich, was jetzt in gefährlichen Prozenten. Oh, aber der Daumen, die macht nicht so viel Knockback jetzt. Halt. Schön gemacht. Und da kommt aber wieder die. Das sind Prozente. Oh. Das ist halt so ekelfähig. Da kannst du das Frisbee einen so verleitet dazu zu springen, aber die Dose ist halt ganz gut in der Luft, so wenn er diese rumbouncen lässt. Mhm. Das ist super. So, jetzt macht er diese Faxen und beschützt sich damit und schießt sie dann. Das ist also super, super. Ach, schießen kann er die auch. Ja, also wenn er sie mit einer Attacke macht, bounce sie so weg. Ah, okay. Das ist ja gerade das. Und dann ändert sie die Richtung, in welche Richtung sie bounce. Oder man kann so ganz, ganz weirdes Zeug mitmachen. Und deswegen, so wenn man. Ich denke, wird man schätzen, Funk ist recht erfahren jetzt gegen Duckhandu. Ja. Wenn man so das erste Mal gegen einen guten Duckhandu spielt, fühlt sich an wie ein Fiebertraum. So, der Funk macht jetzt das 2-2. Also beide Pistocks. So, nee. Oh wow, jetzt wieder. Oh, er misst ihn weg, ja. Was noch vielleicht interessant ist bei den Männern, man kann so lange keinen neuen Mann rufen, bis der andere verpufft ist. Das heißt, die laden, die stehen ja manchmal diese und wenn man die dann also Damage macht, dann kitten die so um und wenn man die weiter Damage macht, dann werden sie nicht zerstört und der Gegner kann nicht Daumen machen. Okay. Das ist manchmal so und dann machen manchmal da kann so den Fehler und drücken den Daumen und dann ist es halt nur so eine leere Attacke. Aber schon wieder den F-Smash, schon wieder die Rory-Rede. Weiß ist. Hat auf jeden Fall das Momentum.
sind auch so ganz untypische Kills eigentlich, so mit zweimal F-Smash einfach Rolle gereadet. Also da auf jeden Fall hat er jetzt ein bisschen die Habits von Fu erkannt. Also ich bin mal gespannt. So. Jetzt passiert nicht viel. Beide sind im Opening, der Fu kriegt den Grab, aber misst den Up-B. So. Deswegen kann man auch so, wenn man Duckhand ist, spielt er halt immer so um die Dose rum, wenn es ein Neutral ist, weil das halt wie so eine Protection ist. Mhm. Ja. So, jetzt kommt wieder der Frist. Oh. So, ich würde sagen, dass jetzt auf jeden Fall, jetzt ist irgendwie gerade, wenn der Punkt jetzt noch den Stock nimmt, ist alles wirklich gut. Aber man weiß jetzt erstmal, ob man Prozente macht, könnte es wirklich knapp werden. Weil es halt Letztstopp-Situation für der Fu. Aber. Weißt du, er hat auch schon. Oh, weißt du, mit dem F-Smash, der wieder das gleiche versucht. Aber im Kill-Prozenten und dafür war halt nicht mal gut, dann kriegt er den Up-Smash. Oh? Oh. Fast schon wieder diese Frisbee-Downe von wohin. Bin gespannt. Ja, wie das ausgeht. Also wenn Weiße jetzt das 2-2 holt. Ja, dann ist es halt auch, ist es auch nochmal ganz anderes mental aus. Also quasi die ersten zwei Games zu gewinnen und dann also in Game 5 zu gehen oder die letzten beiden. Ja. Das sind dann auch viele Fälle der Momentum-Sache. Und da würde ich, glaube ich, in 10 von 10 Fällen lieber haben, dass ich... Oh. Oh, oh. Oh. Döschen. Oh. Oh, es trifft. Und das ist das Set. Krass. Da Fu wirklich sehr gut gespielt. Hat er also sehr Paradebeispiel, wie man gegen Duckhand wirklich gewinnen kann, auch mit der Geduld.